50, keine Pause. 51, komm. Kasernenton im Kupferdächle. 200 Sit-Ups, 50 Liegestützen. Der Körper am Limit. Wer ein Star werden will, der muss weiterkämpfen. Alles befolgt seine Befehle. Detlef Soest, 32 Jahre, 1,90 groß und 105 Kilogramm schwer. Er sortierte den No Angels die Beine. Sarah Connor, Roses und Modern Talking, sie alle coachte er fürsorglich, aber fordernd. Der Quäler, der Knechter, der Schinder, schrieben Kritiker. Es bringt den Teilnehmern vor allem nichts, wenn wir ein sehr, sehr schlaffes, nicht tightes Programm machen, weil dann sind sie meist genauso gut wie vorher. Das, worum es geht, ist, dass sie in kurzer Zeit von uns so viel wie möglich von unserem Wissen und von unserer Kompetenz mitbekommen. 5 Stunden lang dauerte der Workshop, jede Minute ist verplant, um die komplizierten Tanzelemente sexy rüberzubringen. Und bloß keinen Fehler machen, vor den Augen des Tanzmessias. 120 schwitzende Jugendliche in einem Raum. Nach 2 Stunden teilt er sie in Gruppen. Er, Detlef Soest. D-Style heißt sein ganz eigener Tanz, ein Mix aus Street, Jazz und Breakdance. Und Aerobic. Das, was wir heute hier festgestellt haben in Pforzheim, ist, dass die jungen Leute wirklich sehr, sehr diszipliniert sind, intensiv daran gearbeitet haben, alles, was wir von ihnen gefordert haben, hinzukriegen. Und das selbst zu dem Zeitpunkt, als es schwierig wurde, dass also, als langsam die Vase voll war sozusagen, die Aufnahmevase, dass sie trotzdem weitergemacht haben. Und das ist sehr, sehr lobenswert. Die Belohnung, der Showdown auf der Bühne. Jetzt kann man beweisen, dass man was gelernt hat. Jetzt kann man die auffallen und eine Superstar-Karriere starten. Jetzt aber nur nichts falsch machen. Ich wünsche mir von den Leuten, die zu meinen Workshops kommen, dass sie danach rausgehen und sagen, ey, das war wirklich so anstrengend, der Typ ist echt hart, aber ey, es war geil. Seinen Spaß an der Sache hat auch die. Er bekommt von 85 Tanzschulen Lizenzgebühren, damit dort der D-Style unterrichtet werden darf. Für den Workshop in Pforzheim zahlt jeder Teilnehmer 60 Euro. Hat sich's gelohnt? Auf jeden Fall. Also es hat mega Spaß gemacht. Wir haben echt voll viel dazu gelernt, muss ich sagen. Was denn alles? In jeder Richtung, Hip-Hop, Mischung mit Jazz und Freestyle, das war echt super. Wir haben erst gedacht, dass der Dean ein bisschen streng ist, aber der ist echt so super, der ist voll lieb. Der Liebe ist nach 5 Stunden aber auch am Ende. So, jetzt ist Feierabend, Feierabend, Feierabend. Ich habe jetzt Feierabend, ohne Kompromiss, es ist jetzt Feierabend.